So, hallo, da sind wir wieder, euer Andi. Wir hatten vorhin ein paar Probleme gehabt mit der Internetleitung. Deswegen ist eine andere ETA-Zeit, aber dieselben Einstellungen, wie ich im vorigen Tutorial genommen habe. So, wie ihr seht, hier ist Top of Descent. Wir werden jetzt gucken, welche aktiv ist. Mal gucken, ob der Tower schon geaddet ist. Nein, da adden wir kurz den Tower. EDDL. Halt. Add Orange Tower. Ring and Throat Control Barrister. EDDL. Lima Oscar Tango 900. 118,00. Continue 179. Expect landing on 26. You can taxi to 25. So, Juliet Oscar Kilo Echo Romeo 62. Wait at holding point. I get back to you aktive shortly. 23 links, 23 rechts. Okay, Remove Tower. So, jetzt machen wir Details. So, 23 links, 23 rechts. Da gibt er uns die 23 links, die größte. Dann gehen wir hier auf EDDL. Gehen auf Star. Und gehen auf 23 links. Und Insert. So, jetzt hat sich auch unser Top of Descent nach oben verschoben. Dann gehen wir wieder in den Flugplan, löschen die Zeile und löschen EDDL, das brauchen wir auch nicht mehr. Your altitude is too low while you should keep 10,000 feet. I cancel ATC. So, die Höhe für den ILS-Wegepunkt ist die 3000. 3000 Fuß, dann drehen wir 3000 Fuß auch ein. So, nur eindrehen, nichts machen. So, ihr habt gesehen, der Punkt war weg. Jetzt habe ich schon wieder reingemacht, weil ich auf Prop geklickt habe. Jetzt steht hier oben. Monster has now brought information ground to Golf Echo Uniform Tango 1981. Proceed to the active 25. Hold short. Don't line up yet. Thanks. So, jetzt steht hier oben Prop 2-3000. Ihr werdet gleich merken, der wird gleich anfangen zu blinken, wenn der hier bei uns ist. Wir können jetzt nochmal rauszoomen, ja, wegzoomen. Damit wir sehen, wie weit er noch entfernt ist. 5 ist die niedrigste, seht ihr unten. Wir können auch näher ranzoomen oder weiter wegzoomen. So. Und wann jetzt, bis der bei uns ist, dann wird es hier oben Prop 2 ändern in Vertikal Alert. 3000 wird dann blinken und dann wird er anfangen zu sinken. Wichtig ist dabei, dass hier ein Punkt ist und hier der Punkt ist. Den Punkt macht ihr an, wenn ihr hier drauf blickt und den anderen macht ihr hin, wenn da drauf ist. So, haben wir gleich Top of Descent erreicht. Jetzt können wir auch einen Tower wieder anmachen. So, jetzt seht ihr, Vertikal Alert und er fängt an zu sinken. Wie ihr seht, haben wir hier oben ein bisschen Turbulenzen. Man sieht, wie das Flugzeug wackelt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Monster has now brought departure to Juliet Oscar Kilo Echo Romeo 62. You did not have takeoff clearance. This is a serious violation which is reported to the local authorities. Zeit haben wir noch. Wir müssen erst 13.3 oder frühestens 13.53 landen. Die 10 Minuten Spanne.
Kann euch noch was. Oscar Tango 900, correct heading to 179. Ich kann euch noch was zeigen. Echo Uniform Tango 1981. You are cleared for takeoff from 25. So, ihr gebt einen Status. Climb and maintain 4000 feet. Ausrufezeichen Status. Klickt ihr drauf. Also sendet's ab. Dann müsste eigentlich gleich der Status erscheinen. So wie hier oben beim Tattoo Man. Jetzt dauert ein bisschen. EDDL 13:03. Wir haben 185 Passagiere an Bord. Wenig. Aber macht jetzt nichts für das Tutorial. So. Wenn hier hinten steht Wait, dann müssen wir, wenn wir gelandet sind, auf jemanden warten. Oder wenn, müsst ihr dann ausrechnen, wenn ihr es dann nicht mehr schafft, vorher Cancel Wait schreiben. Also Cancel Wait und dann ignoriert ihr das Warten. So. Bravo Echo Romeo 075. Here Düsseldorf. Approved for approach to 23 left. We contact you again. Ihr seht, der Tower hat uns hier geattet. Automatisch, ich habe nichts gemacht. Und er hat uns auch die 23 links gegeben, wie ich auch hier schon eingegeben habe. Er gibt meistens die größte Landebahn, die längste. So. Wir sind jetzt auf 15.600 Fuß. Sinken auf 3.000 für den ELS-Einflug. Mal zwischendurch was trinken, vom Reden kriegt man trockenen Mund. Flight 194 degrees. Lima Oscar Tango 900. So. 194 degrees. Also wie gesagt, ich habe dieselbe Einstellung genommen, wie wir beim vorigen Tutorial gemacht haben. Selbe VL, nur ist eine andere Zeit logischerweise rausgekommen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Oscar Tango 900. Seht ihr, hab vergessen die Landelichter auszumachen. Die lassen wir jetzt an. You are number 1126. Weil wir landen ja eh bald. Achso, wir haben auch ein Teamspeak. Da gibt ihr beim Teamspeak bei Server ein fsxtools.de. Dann kommt ihr auf unseren Server. Mal gucken, ob ich es auch richtig gesagt habe, dass da irgendwas... solche Seite sag. Genau, fsxtools.de. Genau. Und dann kommt ihr bei uns auf den Teamspeak-Server. Es sind noch ein paar Leutchen drauf. Ich habe mich jetzt im Teamspeak gemutet. Damit sonst keiner dazwischen babbelt.
So, das ist die 10.000er Marke. Ab da dürfen wir nur noch 250 Knoten fliegen. Das macht die Maschine auch automatisch. Wir können nochmal ein bisschen abbremsen. Weil dann macht er nämlich bei 10.000 eine Pause, wenn wir zu schnell sind. Setzt das Flugzeug gerade. Fliegen wir eine Weile auf 10.000, bis wir runter sind. Auf 250 Knoten. Und das macht er jetzt in dem Fall, dürfte er das nicht machen. So. Wieder auslocken. Dann machen wir hier Parkbremse auf Min. Die Autobrakes. So, hier stellen wir mal wieder auf 15. Weil sonst stellt er automatisch auf 22 bei der Landung. Da brauchen wir das nicht. So. 15 gestellt. So. Da warten wir jetzt mal ab. Jetzt dürfte er hier nicht stoppen, sondern weiter runter gehen. Genau, macht er. Lima Oscar Tango 900, clear to land runway 26. Stay on runway after landing until I contact you. Wind is 11 knots from 030. Have a good landing. Das hier oben können wir ausmachen, wenn wir wollen. Das brauchen wir nicht. Shift Z einmal drücken. Dann können wir das wieder nach oben setzen hier. Unsere Infoleiste. Jo. Soll ich euch noch irgendwas erklären? Mal gucken. Hier macht ihr die Beleuchtung an. Einmal hier auf dem weißen einen Doppel-Rechtsklick machen. Sieht man jetzt nicht, weil es zu hell ist. Hier innen drinne macht er die komplette Beleuchtung hier unten drunter an. Das Weiße nur beleuchtet nur die Schrift. Dasselbe auch hier oben. Hier für FMC und hier unten. Jo. Sonst irgendwas. Die Scheibenwischer. Wenn es regnet. Das Gute ist, man sieht es auch von außen. Wenn ihr jetzt hier genau hinguckt, hier, Bravo Echo, seht Romeo ihr, 075. Ist auch von außen simuliert. That we have you on our radar approaching our airport. Go on, like that. We will contact you again. Ist auch von außen simuliert. So, aber da es nicht regnet, brauchen wir das nicht. Können wir mal gucken, wie wir einfliegen. Ja, wir fliegen gut ein. Hier oben. Da haben wir die 3000 erreicht bei dem blauen Pfeil. Passt ganz gut. So, jetzt mache ich schon mal die ersten Klappen rein. Auf 15. Dann geht er mit der Geschwindigkeit runter, weil wir wollen ja nicht mit, wir wollen ja nicht mit 240 in ILS reinfliegen, sondern mit ca. 180. Seht ihr, wie er runtergeht? Bei Klappen 15, da kann man keine Speedbrakes mehr benutzen. Wie ihr jetzt hier seht, passiert nichts. Das ist Sicherheitsfunktion, weil bei der Landung die Speedbrakes noch drin zu haben, ist ein bisschen doof. So. Wenn der hier auf 28 ist, dann können wir eine Stufe weitergehen. Also ein bisschen Turbulenzen drin, aber es wird weiter schlimm.
Haben wir noch Zeit, bis wir da sind? Wir können das Heading mal, damit wir auf den Wegepunkt genau fliegen, können wir den Heading mal reindrehen. Wenn ihr Headings abfliegen müsst vom Tower aus, ich muss nicht mehr, weil ich Prop-Lizenz habe, also Turbo-Prop-Lizenz. Bei einfacher Lizenz müsst ihr noch Koordinaten vom Tower abfliegen. Da könnt ihr hier einfach reindrehen, den Knopf ziehen, dann schlägt er das Heading an. So, jetzt können wir die nächsten Klappen setzen. 28. So, so werden wir auch reinfliegen. Mit 160, weil wir haben ja noch ewig Zeit, nur noch ein paar Minuten Zeit. Hier Innsbruck Tower, welcome to Innsbruck. Lima Oscar Tango 900. Exit runway at your earliest convenience and taxi the gate. You are entering Fire Messino controlled airspace. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, machen wir eine Klappe wieder raus, dann gibt er wieder Gas. Und wir drehen dann nochmal eine Runde. So. Drehen wir nochmal eine Runde. Wir haben schon Clear for Final, aber ist nicht schlimm. Drehen wir nochmal ab. Wir könnten auch hier lang fliegen. You are entering now Isaac controlled airspace. Dann fliegen wir mal dann, von hier oben in ELS rein, geht auch. Descend according to your flight plan. I say again, active is 1-1, fly 357. Wisst ihr, wir können ja 10 Minuten früher kommen, also um 53. Jetzt würden wir 49 ankommen. Golf Echo Uniform Tango 1981, you are approaching your next destination. Frequency to 118.70. The TC will contact you. Jetzt können wir schon mal langsam reindrehen. You are entering Fiumicino controlled airspace. Sierra Kilo Yankee 1. Continue 263. Expect landing on 34 center. Change heading to 000, Alpha Foxtrot Romeo 04. Na, der eine muss jetzt Change Heading, also ein anderes Heading fliegen, weil der hat noch keine Turboprop-Lizenz. Wir müssen das nicht. So, jetzt wenn es sozusagen gerade ist, können wir schon mal This is a revert control to Bravo Klappe setzen. Papa. You are entering now revert controlled airspace.
Expect landing. Können wir schon mal auf 28 setzen, dann fliegen wir langsamer noch. Descend according to your flight plan. I say again. Active is 28. Jetzt können wir schon mal auf Roach Land drücken. Das hat er uns schon eingeloggt. Das ging jetzt ruckzuck, weil wir jetzt von hinten reingeflogen sind. Und fahren wir das Fahrwerk mal aus. Wichtig ist, dass die Taste nicht gedrückt ist, sonst könnt ihr kein G drücken. Sonst funktioniert es so nicht mit Fahrwerk, da könnt ihr aber auch per Hand machen. So, jetzt können wir schon die Klappen auf 35 setzen. Jetzt geht ihr nochmal auf Init. Ne, auf Two Approach. Hätten wir vorher auch machen können. Auf 50, weil wir landen mit 50er Klappen. Und dann können wir hier auch auf 50 stellen. So. Bravo Echo Romeo 075. You are clear to land on runway 23 left. Wind is 10 knots from 030. So, wir haben jetzt clear to land. Vier Minuten haben wir noch. Sierra Kilo Yankee 1, direct heading to 254. This is Charles de Gaulle control to Alpha Foxtrot Romeo 62. You are entering now Charles de Gaulle controlled airspace. Expect landing on 27 right. Fly heading 261 degrees. Descend according to your flight plan. I say again. Active is 27 right. Fly 261. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt zu früh drin, hoffe ich. Alpha Foxtrot Romeo 04, correct your heading to 008. This is Fiumicino approach to Tatumen. You reached another waypoint. Turn now to 263 degrees. Approach altitude is 4,000 feet. I will contact you shortly for turn to 4 final. Lima Oscar Tango 900, you are approved to taxi to the holding point of runway 26, Innsbruck ground out. Na, leicht reicht's doch, aber ich glaube, wir sind zu früh. Sierra Kilo Yankee 1, continue with 163. Lima Oscar Tango 900. Line up runway 26. Hold for takeoff clearance. Bravo 2 Whiskey 4 Papa. Your final leg to runway 28 is heading 290 degrees. Fly 290. Jetzt habe ich den Autopilot ausgemacht, weil wir zu früh sind. Wollen wir durchstarten. Wollen wir nochmal durchstarten, weil wir zu früh sind. Wir werden dann nochmal einfliegen. Bravo 2 Whiskey 4 Papa. Turn now for final. Approved for final approach. Lima Oscar Tango 900. After departure climb and maintain 6,000 feet. Runway heading. Cleared for takeoff from runway 26. Wind is 10 knots from 030.
Innsbruck Ground to Lima Oscar Tango 900. Ich hoffe, der hat es jetzt noch nicht übernommen, aber ich glaube nicht. Runway 26 via taxiways of your choice. Wait their further instructions. This is Lorraine Isaac approach to Alpha Foxtrot Romeo 04 correct heading to 021 degrees. Stand by for final, but I will shortly contact you once more. Continue now with heading 021. Lima Oscar Tango 900, wait now on runway. Line up. Sierra Kilo Yankee 1, for the next waypoint you need to fly heading 119. Jetzt dürfst du mal landen. Aber mir abgebrochen. Na, ein bisschen tiefer gehen. 1500. Lima Oscar Tango 900, you can take off now. Climb and maintain 6000 feet. Wind is 10 knots from 030. Das ist der Wegepunkt hier. Departure out. Wenn wir mal gut in die ELS wieder reinkommen. Seht ihr, er springt wieder nach oben. Alpha Foxtrot Romeo 04, correct your heading to 026. Tatuman, you are approved for final. I will contact you for landing clearance. Ja, jetzt können wir das Two Approach schon mal reinmachen. Sierra Yankee 1, for the next waypoint you need to fly heading 094. Alpha Foxtrot Romeo 62, approved for final to runway 27 right. Wind is presently 10 knots from 030, cleared to land. Bravo 2 with D4 Papa, clear to land runway 28. Stay on runway after landing until I contact you. Wind is 10 knots from 030. Have a good landing. Jetzt müssen wir gleich wieder in ELS reinkommen. Lima Oscar Tango 900. Have a nice day. Das ist die Warnung, dass wir aufpassen müssen, weil wir so ziemlich tief fliegen. So, der Glideslope bewegt sich. Können wir auch schon mal Klappen weiter ausfahren. Jetzt hat er uns wieder drin. Dann können wir auch die Klappen wieder auf 50 setzen. So. Hier unten ist alles grün,
Also alles in Ordnung. Sierra Kilo Yankee 1, you need to fly ahead. 5 Minuten, wir sind in der Zeit, in den 10 Minuten. You are welcome on air for das heißt, wir dürfen landen. Bravo to Whiskey 4 Papa. Exit runway. Clear to land Hammer. Next gate. Clear to land Hammer. Bravo to Whiskey 4 Papa. Taxi to runway 28 and hold short until further instructed. Tetraman, clear to land. Alpha Foxtrot Romeo 62, clear to land on 27 right. Winds is 10 knots from 030. Air for departure to Bravo to Whiskey 4 Papa. After lining up, you will get takeoff clearance. Er sagt auch schön die Höhe an. 400, müsst ihr jetzt sagen. 400. Genau. Approaching minimum. Minimums. Letzte Möglichkeit durchzustarten. Minimum. Jetzt lohnt sich das, das Durchstarten nicht mehr. Jetzt hat er abgebrochen. Warum weiß ich nicht. Fragt mich nicht, warum er abgebrochen hat. Bangladeshi, you're approved to taxi to 26. Wait at the holding point. Sierra Kilo Yankee 1, fly 068 degrees. Bravo to Whiskey 4 Papa, you can take off now. Climb and maintain 5,000 feet. Winds is 5 knots from 010. Herbert departure out. Nochmal drehen. Jetzt werden wir in den minus 10 Minuten kommen. Das macht aber nichts. Continue now with heading 272. Wenn es ein bisschen schneller geht, machen wir die Klappen ganz raus. Herford Control. Bravo to Whiskey 4 Papa. Fahrwerk rein. Bye bye. Dann fliegt er wieder mit 245 Knoten. In the Oscar Tango 9098, active runway is 26. You are approved to taxi there. Wait for clearance at the holding point. Charles de Gaulle Tower to Alpha Foxtrot Romeo 62. Greetings from Charles de Gaulle. Exit runway and taxi to gate.
wahrscheinlich, wenn wir durchgestartet haben. Too low, terrain. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Das war jetzt auch neu für mich, diese Meldung. Too low, terrain. Tatooine, you can exit your runway and taxi the gate. Nice day to you. So, jetzt noch mal reindrehen. Sierra Kilo Yankee 1, check your heading. It should be 251 degrees. Remark, wenn einmal die Route fliegen lassen. You are approved to line up and hold 26. Too low, terrain. Können die auch ein bisschen abkürzen hier? Halt, das war falsch. Nicht. Too low, terrain. Too low, terrain. So, jetzt dreh da rein. Jetzt können wir schon mal die Klappen weitersetzen, dass wir nicht zu schnell reinfliegen. Drücken wir auch mal aus. Ja, kein Problem. Landing gear. Lima Oscar Tango 9 or 9 or 8. Cleared for takeoff. Ob der jetzt noch weiter sinkt, weiß ich gerade nicht. Keep runway heading until instructed otherwise. Jetzt sinkt er nicht mehr weiter. Machen wir jetzt mal aus, das stört mich jetzt. So, jetzt wird er uns gleich noch mal einloggen, hoffe ich. Jetzt hat er uns nochmal eingeloggt. Ihr seht, wir sind jetzt bei minus 3. Wir flaps wieder auf 50. Jetzt ist wieder grün. So, jetzt hat er uns wieder im ILS drin. Jetzt muss es eigentlich funktionieren. Warum er das jetzt gemacht hatte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir durchgeflogen sind und da hat er den anderen Wegepunkt genommen und hat dann gezeigt, No Destination. Glide slope.
Was das hier für eine Taste ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hört er auf zu meckern. Jetzt steht zwar hier oben Delayed, aber wir sind noch nicht zu spät. Wir haben 10 Minuten Zeit. Also jetzt nur noch 6 Minuten. Alpha Foxtrot Romeo 62. Taxi to runway 27 right and hold short until further instructed. Weil jetzt müssten wir normal schon wieder starten, gleich zum nächsten Flughafen. Jetzt geben wir nochmal Land ein. Okay. Dann hat er uns wahrscheinlich noch drinnen. Charles de Gaulle departure to Alpha Foxtrot Romeo CO2. After lining up, you will get takeoff clearance. Wir haben es nicht drin. So, jetzt. Alpha Foxtrot Romeo 62. You can take off now. Climb and maintain 4000 feet. Wind is 5 knot, 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 090. Er hängt ein bisschen gerade. 500. Per Tango 9998, are you still on ground? You misunderstood my instructions. Please contact me again when ready for another try. 100. Oh, jetzt klappt's. 50, 40, 30, 20, 10. Ja, Rückkehrschub. Und wir sind gelandet. Hat doch geklappt. Tower hat uns wieder rausgeschmissen. Ja, Bremse lösen, Rückkehrschub weg. Jetzt können wir geschmeidig rausrollen. Autopilot brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Wir sind in Düsseldorf gelandet. Gut, da uns der Tower wieder rausgeschmissen hatte, haben wir jetzt keine Punkte gekriegt. Doch, Hammer. Doch, Hammer. Navigation, Alpha Foxtrot, Romeo. Seht ihr hier? Haben wir Punkte gekriegt. Charles de Gaulle, Control out. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Cancel VL. Weil ich wollte euch das ja nur zeigen. Go so. To 23 left. Bravo Echo Romeo 075. I will contact you again at holding point. So. Jetzt müssen wir auch Cancel ATC machen, weil wir mit dem ATC jetzt gerade drin sind. Sind wir auch nochmal ATC draußen. So, jetzt rollen wir mal geschmeidig ans Gate. Kann ich schon ein bisschen AIS zeigen noch. Was man jetzt machen könnte, eventuell. Ich könnte jetzt ein Taxi rufen, wo uns ans Gate bringt. Mit F1, F2 suche ich hier das Gate aus. Nehmen wir mal Gate A3. Dann F3 drücken. Und jetzt kommt das Follow Me Taxi.
dass wir jetzt folgen werden. Der wartet auch, wenn wir nicht nachkommen. Damit wir ans richtige Gate fahren. Muss ja eigentlich schnell gehen, der Flughafen ist ja nicht so groß. Ich mache da auch lieber die Außenansicht, damit ich den besser im Auge habe. Der führt uns jetzt zum nächsten Gate. Hatten sie gehangen. So, hier ist das Gate, wo er gerade reingefahren ist. A03. Können wir jetzt auch ranfahren. Das Speed rausnehmen. So, jetzt gehen wir mal ins virtuelle Cockpit, weil wir gerade sind. So, jetzt gehen wir ins virtuelle Cockpit, weil jetzt müssen wir die Anzeige hier beobachten, vorrollen. Können noch ein bisschen. Ein bisschen Schub geben, dass wir ein bisschen rollen. Stopp. So. Jetzt machen wir die Parkbremsen rein. Gehen wir wieder ins Cockpit. Jetzt drücken wir. I say again, your taxi instructions, Bangladesh. Taxi to runway 26. Wait short. So, Tower brauchen wir nicht. Jetzt seht ihr, set brakes and stop engines. So, brakes haben wir gesetzt. Parking brakes. Jetzt machen wir die Motoren aus. So, machen die Ground Connections an. So, gehen wir ins Overhead Panel, schalten hier auf On, dass wir Strom haben. Warum gehen die Triebwerke nicht aus? Weil wir falsch gedrückt haben.
So, jetzt gehen die Triebwerke aus. Locks in position. So, jetzt können wir noch eins machen. Wir können F8 drücken. Ah ne, das geht hier nicht. Locks in position. Okay, an dem Flughafen geht das nicht. Gut, normalerweise könnten wir jetzt auf exakte Parkposition stellen. So, jetzt hört ihr, wie das Gate dran fährt. Jetzt können wir noch die Türen öffnen. Mal gucken, wo das dran fährt. An der zweiten Tür und an der letzten. Ja, zweite Tür und die letzte. Hammer auf. So, jetzt könnten die Passagiere aussteigen. Jetzt will mal gucken, ob ich euch das De-Icing zeigen kann. Ne, haben wir zu warm, leider. Okay, das war's dann vom Tutorial. Gab ein bisschen Probleme bei der Landung, aber wie ihr seht, habe ich es gut gelöst. Sind pünktlich, habe noch Punkte bekommen. Jo, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao.